Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im TSW in Trains and World. Wir fahren heute mit dieser Baureihe 442 von Bitterfeld nach Dessau Hauptbahnhof. Ja, und das ist der Teil der Strecke, den wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Bin ich gespannt drauf, wie das Ganze aussieht. Wir schauen uns erstmal ein bisschen den Zug an, würde ich sagen, denn wir haben ja nur ein bisschen Aufenthalt. Aber als erstes würde ich sagen, öffnen wir mal die Türen, um die Fahrgäste auch einsteigen zu lassen. Aber wir werden hier in Bitterfeld bestimmt noch ein bisschen Aufenthalt haben. So, einmal Türen bitte auf, links entriegeln. Und dann wollte ich euch noch ein, zwei Sachen zeigen hier im Zug, die ich in der bisher noch gar nicht so erzeigt habe. Und zwar einmal, finde ich ganz cool, das gibt es in Realität auch. Und zwar ist hier auch auf diesem Tisch der Streckenplan der gesamten S-Bahn Mitteldeutschland abgebildet. Hier haben wir also, warte, wo ist das? Der Mittelpunkt hier, schlecht zu sehen da drauf. Hier ist Leipzig. Hier ist übrigens Halle, da wohne ich. Und hier müsste irgendwo die S7 sein, Richtung Halle-Neustadt. Ist das die? Ne, ich kann es halt nicht lesen, ob es das die hier ist oder hier. Eine Strecke. Ich weiß nicht, ob die eingezeichnet ist. Kenne ich auch sehr gut. Wir sind aber heute unterwegs von Bitterfeld, von hier, nach Dessau, also hier hoch. Das ist unsere Strecke, die wir heute fahren werden. Und da wollte ich euch noch ein cooles Abteil hier im Zug zeigen, das ich glaube ich noch gar nicht weiter erwähnt habe. Und zwar meine ich dieses hier. Das ist echt cool. Setzen wir uns mal dazu. Schönen guten Tag. Ich setze mich mal dazu, wenn ich darf. Und zwar dieses kleine Gemälde, nenne ich es mal. Oder dieses Abteil, kann man sagen, dieser Vierersitzplatz. Das ist nämlich das Familienabteil. Man sieht, die Sitze sind ein bisschen bunter. Mit so Buchstaben drauf. Und auch diesen größere Tisch mit diesem schönen Kinderbild drauf. Wimmelbild nennt man sowas. Finde ich echt schick gemacht, gibt es in Realität auch. Wir haben übrigens bis 17:15 Uhr noch, können wir erst die Türen schließen oder sollen wir erst die Türen schließen? Also haben wir noch ein bisschen weniger als eine Minute. So, auf jeden Fall wollte ich das Abteil nochmal zeigen. Das haben wir im Spiel hier auch meiner Meinung nach sehr schön umgesetzt. Ja, ich kenne die ja auch ganz gut. Bin öfter schon mitgefahren. Zum Beispiel, um mir dieses Mikrofon zu kaufen. Was ich jetzt neu habe, was aber nur ein Übergang sein soll. Gut, aber genug davon. Wir haben es gleich 17:15 Uhr und damit wir auch pünktlich abfahren und nicht direkt am Anfang uns Verspätung einheimsen. Manch benutzt halt wieder voll moderne Wörter, aber ist egal. Wollen wir, wie gesagt, den Fahrtrichter auf vorne schalten, nach vorne verlegen, auch vorwärts legen, wie auch immer man das formulieren möchte. Das habe ich schon getan. Schließen die Tür und warten, dass es 17:15 Uhr wird. 3 Sekunden, 3, 2, 1 und go. Das heißt Türen zu. Und dann haben wir auch schon Abfahrt. Einmal warten, bis aufhört so zu piepen. Und dann geht's los. Ich würde sagen, ich begrüße erstmal die Fahrgäste. Die S-Bahn Mitteldeutschland begrüßt Sie in der S2 nach Dessau Hauptbahnhof. Nächster Halt Grepin. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt die Originale. Das klingt immer so nach der S-Bahn Hannover, was ich so an Ansagen mache, weil die habe ich halt im Ohr, weil da bin ich so oft mitgefahren früher. Ich weiß nicht genau, wie der genaue Ansagenlaut ist am Anfang, wo ich hab's gehört. Da war sogar eine menschliche Stimme, möchte ich sagen. Ja, einer hat einer von den Zugbegleitern gemacht, die Ansage. Es ist ja nicht immer so, auch in der S-Bahn, dass das die Zugbegleiter machen, sondern oftmals ist das mittlerweile auch eine Computeransage. Ich weiß nicht, ob das S-Bahn Mitteldeutschland immer eine Zugbegleiter macht oder ob das nochmal eine Computeransage ist. Das kann ich nicht genau sagen. Teilweise ist es doch eine Computeransage, glaube ich. Also zumindest in der S7. Da ist eine Computeransage, aber die stimmt auch nicht. Da sagen sie nämlich DB Regio. Da sind aber auch DB Regio Wagen, die sie dann nutzen. Das ist die einzige Strecke, wo sie dann nicht hier die 442 nutzen. Vermutlich, weil die Bahnsteige so kurz sind. Zumindest dieser eine Bahnsteig am Hauptbahnhof hier in Halle, der umgebaut wird. Da fahren sie nämlich mit einer 143 und zwei Dostos-Wagen, ganz kurzer Zug. Daher habe ich übrigens auch mal Idee gehabt in den Transportführer, da habe ich auch mal so eine kurze S-Bahn nachgebaut. Oh, was fahre ich denn? Ich bin viel zu schnell. Ja, jetzt haben wir die Fahrgäste hier wieder. Komfort! Ich fahre wieder mit sehr viel Komfort, wie man sieht. Ich bin ein ruppiger Fahrer. Da habe ich gerade einfach wieder falsch rumgeschaltet. Ich muss das auch aufpassen, nicht, dass ich nachher wieder auswendig in die Notbremse rutsche. Ist mir auch schon öfter passiert. Wir haben den nächsten Halt schon.
Meine Damen und Herren, wir erreichen gleich Krepin. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und nicht so heftig bremsen. Du brauchst gar nicht so. Wie fahren wir denn? 19? Ja, da können wir, haben wir noch genug Zeit. Da können wir auch langsam in den Bahnhof reinrollen. Das ist gut. Da brauchen wir uns keine Sorgen darüber machen, dass wir jetzt zu stark... Guck mal, da kommt die Gegenlok. Übrigens, die machen wirklich eine Lichthupe. Also die begrüßen wirklich. Finde ich ganz cool. Mal gucken, wenn wir jetzt reinrollen, ob wir jetzt zu viel Bremse schon drin haben. Wenn wir jetzt hier mal reinrollen lassen, wie genau wir das treffen. Ja, das könnte ganz gut werden. Acht, sieben, na, auf 7 Meter, das ist doch in Ordnung. Rechts, Türen auf. Einmal aussteigen, wir wollen uns die Bahnhöfe ja noch ein bisschen angucken. Da waren wir ja noch nicht. Und mich interessiert mal, was in dem roten Kasten da ist. Steht auf jeden Fall DB dran. So, oder? Ja, DB, genau. Ah, ein Fahrkartenautomat. Interessante Positionierung hier. Interessant. Ich mag die Haltestelle, also diesen Haltepunkt. Hier, mitten im Dorf. Ist durchaus realistisch. Ich kenne die Strecke halt nicht. Es ist halt... Ja, auf jeden Fall sieht es sehr, sehr schön aus. Ich kenne hier so die Haltepunkte. Bis deshalb bin ich noch nie gefahren, beziehungsweise Strecke bin ich generell noch nie gefahren. Hier ist auch cool mit dem Weg. Aber wir haben schon wieder Abfahrt. Der Lokführer verplant hier wieder völlig, weil er sich alles angucken muss. Wir dürfen auch schon verriegeln. Links, rechts verriegeln. So rum. Ich hatte mich gerade schon gewundert. Warten Sie bis 17.19 Uhr. Müssen wir jetzt nochmal warten oder können wir schon weiter? Na, wir müssen wahrscheinlich nochmal aufmachen, ne? Ja, das ist das Problem. Wenn man das sah man aber auch nicht vorher. So. Wenn wir jetzt die Türen zumachen. Spiel. Können wir weiterfahren? Bitte? Ich will doch nicht wieder so wegen so einem Quatsch eine Verspätung haben. Och, Manu. Türen auf nochmal. Dass er auch begreift, dass ich die Türen aufgemacht habe. Danke. Und jetzt nochmal zumachen. Jetzt hat er's. Dankeschön. Hat ja auch nicht lange gedauert. Dann würde ich sagen, Abfahrt. Und jetzt machen wir wieder Schubrakete. Weil wir jetzt schon wieder sinnlos hier eine halbe Minute verloren haben, bestimmt. Durch das Spiel, weil der mir gerade kein neues Ziel zuweisen wollte, beziehungsweise mich nicht abfahren lassen wollte, weil er nicht erkannt hat. Na gut, das war mit den Türen halt ein bisschen blöd. Aber da wusste ich, ich habe halt auch nicht gesehen, dass wir bis 19 die Türen offen halten sollten. Naja gut, alles. Aber ich denke, wann haben wir denn Ankunft in Wolfen? 23 sind 1,9 Kilometer. Das ist in 3 Minuten gut machbar. Nachbar ist auch nicht schlecht. Das war jetzt aber nicht. So, davon haben wir gleich 140. Müssen wir wahrscheinlich aber trotzdem gleich mal ein bisschen Leistung runternehmen, dass wir da nicht in die zu schnell werden, aber ein bisschen haben wir noch. Hier rechts eine ganz coole Fabrik oder was es auch immer sein da anzustellen soll. Die sind so Gleise, ne? Die sind aber interessant, hier rechts die Gleise. Ob man da auch drauf fahren kann? Geil wäre natürlich... Oh, was wisst ihr, was richtig geil wäre? Wenn hier in dieses Update noch so ein Ludmilla kommen würde. Aber ich scheine wirklich nicht länger benutzt zu sein. Guck mal, hier ist doch Gras drüber. Oder ist das ein Bug? Nee, das sieht gewollt aus. Ich glaube, das ist irgendwie... Sind das alte Gleise, wenn die hier benutzt? Oder sind das irgendwelche Fabrikgleise, wo nur diese Loks drauf fahren? Nee, ich guck mal, die haben auch keinen Anschluss. Die sind tatsächlich, werden die tatsächlich nicht mehr genutzt. Und wir müssen mal bremsen. Fuck. Oh, 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 das war wieder eine Bremsung. Wir erreichen Wolfen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, ich hoffe, dass wir in den Bahnhof so reinrollen, dass wir noch den hinteren Wagen haben, drin haben. Das kann ich gerade nicht wirklich beurteilen. Ich habe natürlich jetzt voll die Bremse reingehauen. Das war nicht besonders professionell angehalten, aber Panik. Aber alle Türen drin, ein bisschen früh gehalten, aber geht. Worum sind wir uns jetzt? Wolfen, gucken wir uns einmal ganz kurz an. Ich finde das cool, dass es hier drauf steht. Mit ein paar Solaranlagen auf dem Dach. Cool gemacht. Aber wir haben nicht so viel Zeit, denn wir müssen den Zug schon wieder auf Abfahrt vorbereiten. Und dafür müssen wir erstmal diese Notbremse lösen. So, dafür müssen wir einmal die Bremse rausnehmen. Wir schalten mal den Fahrtrichtungswender auf neutral. Nehmen mit PZB. Nochmal Fahrtrichtungswender. Ich weiß nicht, ob man das alles benötigt, aber so weiß ich, dass es auf jeden Fall dann gleich weitergehen kann. Dann können wir die Türen rechts schließen. Und dann sollte er gleich losfahren.
Ich hoffe, das tut er auch. Ja, tut er, sehr schön. Habe ich Wolfen gerade angesagt als Bahnhof? Weiß ich gar nicht mehr. Naja, vielleicht habe ich es vergessen. Kommt auch mal vor, dass eine Ansage nicht richtig funktioniert. Ist natürlich für Leute, die von außerhalb kommen, immer nicht so toll, wenn man sich nicht auskennt. Muss ja mal draußen gucken, ob die, was die, was der Name am Bahnsteig sagt. Was haben wir hier? Höchstgeschwindigkeit? 140 dürfen wir fahren. Vorne sind dann 120. Warten Sie bis 17:23 Uhr? Ups. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Ich bremse nochmal kurz runter. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich hoffe, dass er den Halter erkennt. Weil ich habe die Tür ja schon geschlossen und dachte, ich hätte Abfahrt gehabt. Es ist blöd mit dieser Anzeige, mit dem Warten. Ich bremse den Zug nochmal ganz kurz runter. Das wird uns natürlich ordentlich Zeit kosten, was ich jetzt hier mache, aber ich will dafür sorgen, dass er uns den nächsten Halt anzeigt. So, ich mach mal rechts halt auf. Jetzt. Okay. Türstörung. Türstörung. Jetzt geht's weiter. Wenn Sie auch Fahrgäste gedacht haben, was macht N da jetzt? Tür einmal auf, mitten auf der Strecke. Auch schön. Auch eine Türstörung, nenne ich das einfach mal. Wir nennen es einfach Türstörung, kein Bug im Spiel. Weil normalerweise, ich stand Abfahrt, mehr oder weniger. Und dann habe ich die Tür gemacht und dann stand Warte. Das ist ja falsch rum. Und dann bin ich halt schon losgefahren. Also ich würde sagen, mich trifft keine Schuld. Wie seht ihr das? Ich bin offenbar immer nicht schuld, dass ich hier Verspätung einfahre. 26 müssen wir da sein, 24 haben wir. Ja, wir sind ja gleich schon da, schon wieder. Das ist ja direkt dahinter. Ist immer ein bisschen blöd, wenn das Signal direkt davor ist. Damit rechnet man nicht. Nächster Halt, Jesnitz, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, 70 haben wir. Die haben wir auch schon mal eingehalten. Was haben wir? 326. Das könnten wir schaffen, sogar pünktlich zu sein. Schauen wir mal. So. Da steht schon wieder eine Gegenlok. Ein Gegenzug. Es ist keine Lok, es sind Triebwagen. Mann. So. Langsam die Bremse reinlegen. Vielleicht noch ein bisschen stärker noch, dass wir die. Ne, das wird wahrscheinlich nicht, dass wir den jetzt hier noch punktgenau zum Stehen kriegen. Der wird ein bisschen rüberrollen, zumindest über die Markierung, die wir da haben. Ist aber nicht so schlimm. Solange ein Bahnsteig steht, ist alles in Ordnung. So, dann Türen auf. Schauen wir uns hier in Jessen jetzt auch nochmal um. Schön, naja, mehr oder weniger schön beschmiert. Bin jetzt nicht so der größte Graffiti-Fan. Ich weiß nicht, ist so mit diesen Buchstaben immer, mit diesen Buchstabenkombinationen, die da mal draufstehen, das ist ja irgendwie, das ist ja, kann ich immer nicht so viel anfangen. Weiß ich nicht. Auf Zügen finde ich das immer besonders unschön. Aber auch wenn es jetzt irgendwie wirklich so künstlerisch irgendwie drauf gemalt ist, das ist irgendwie, weiß nicht. Wo es kann doch aus, doch ich stelle gerade fest, es gibt doch schöne Graffitis. Ich habe schon so Graffitis gesehen auf so Wänden, wo ich gedacht habe, das sieht schon interessant aus. Geil sind auch immer an so großen Häusern oder sowas. Ach, apropos große Häuser, habe ich die Bremse benutzt? Nein. Warum eigentlich apropos große Häuser? Warum fährst du nicht los, Zug? Das hätte mich viel mehr interessiert. So. Einfach mal. Und jetzt Tür zu. Ja. Das sollte man vielleicht erst machen. Warten Sie bis 17:26 Uhr. Habe ich doch. Ach, ist ja schon wieder dieser Bug jetzt hier. Was ist denn los? Kann ich hier nicht einmal pünktlich abfahren, weil hier immer so ein Fehler ist? Jetzt, danke, Türen verriegeln. Jetzt, sehr schön. Ragun. Das wäre ein bisschen schade mit denen, dass das mal so spät angezeigt wird. Oh ja, jetzt waren wir wieder ein bisschen früh beschleunigt. Lass uns bitte losfahren. Nein, will nicht. Die ist gelöst. Gehen wir noch einmal auf neutral. Das kostet natürlich auch immer Zeit. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass ich das zu früh Gas gebe. Und dann
Muss man das vielleicht auch nochmal mit der Pizza bestätigen, wenn man jetzt Gas gibt und aus Versehen hier mit der. Aus Versehen zu früh Gas gibt und während der die Türen noch auf sind. Das mag der, glaube ich, nicht gerne. Ich vermute, wir müssen auch noch ein bisschen Leistung rausnehmen, weil wir werden locker über die 70 kommen. Bevor wir in die nächste, da vorne 120 fahren dürfen. Na ja, gut, ein bisschen können wir noch beschleunigen. Wir wollen ja auch noch einigermaßen pünktlich sein. 30 sollen wir in Ragun sein. Das ist wie viel Kilometer? 2,5? 2,5. Das könnte man schaffen. Denke ich mal. So. Dann schön Schubrakete und gib ihm in Richtung nächsten Bahnhof. Man merkt aber schon, finde ich, beim Bremsen, dass er deutlich stärker bremst als in der letzten Folge. Und ich denke mal, das liegt daran, dass es in der letzten Folge geregnet hat. Also das hat schon einen entscheidenden Unterschied. Ziemlich großen, finde ich. Wahrscheinlich jetzt in Realität auch so ein Unterschied. Ich weiß es nicht. Ich bin noch nie in Realität einen Zug gefahren. Aber ich denke, das ist schon, hat schon Auswirkungen. Noch schlimmer ist ja, habe ich mal gehört, also Schnee ja natürlich. Wenn sie vereist sind, dann ist Bremsen natürlich schwierig auf Schienen. Aber Laub soll auch sehr, sehr schlimm sein. Also wenn du wirklich viel Laub auf den Schienen hast und das so eine schmierige Matsche wird, schmierige Matschepappe, dann ist es auch schwer, den Zug zum Bremsen zu kriegen. Apropos schwer, den Zug zum Bremsen zu kriegen. Ich habe mal wieder ein bisschen spät angefangen zu bremsen, glaube ich. Obwohl, nein, Quatsch, habe ich gar nicht. Seht ihr, das ist nämlich so eine Sache. Letztes Mal habe ich schon bei fast 1 Kilometer angefangen zu bremsen und den Zug kaum zum Stehen gekriegt. Und jetzt bremst er so schnell runter, dass ich mich das keine allzu großen Sorgen drüber machen muss, dass ich den nicht runtergebremst kriege. Ist schon ein krasser Unterschied, finde ich. Wir erreichen Ragun, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, Leistung, Leistung, Leistung. Das war wieder falsch rum. Komm, müssen wir noch ein bisschen nachhelfen. Mit Not. Ja, okay, gut. Ich schau mal eben, ob ich drin stehe mit allen Türen. Das war halt nicht der glorreichste, aber wir stehen gut drin, alles gut. Mussten keine Notbremsung aktivieren. Ist doch gut. Sehr schön. Dann lass uns mal ganz kurz auch nochmal diesen Bahnhof angucken. Haben wir uns den letzten eigentlich angeguckt? Ja, ich bin auch noch an der Seite ausgestiegen. Ich dachte gerade, hey, wo stehe ich denn jetzt? So. Ist auch wieder ein ganz kleiner Haltepunkt hier. Mit einem kleinen Dörfchen in der Nähe. Schick, schick. Dörfer mit so kleine Dörfer mit Straßen, mit Eisenbahnanbindung haben schon einen Vorteil, ne? Wenn die an der S-Bahn-Strecke liegen oder so. Das hat schon einen Vorteil, ist schon besser als wenn die Strecke halt. Jetzt haben wir schon wieder diesen 17.30 Uhr Bug. Es ist schon 17.30 Uhr. Können wir jetzt bitte losfahren? Jetzt, danke. Also, dass diese Uhrzeit immer, dass er dann noch immer noch mal die Türen öffnen muss, damit er das Ziel anzeigt. Ist ein bisschen nervig. Bin ich wieder zu früh angefahren? Ach, Leute. Das nervt. So, zack. Zack. Und. Nein? Woran liegt es denn jetzt? Ach, die Türen sind zu. Habe ich links die Türen aufgemacht? Einmal ganz kurz gucken. Die Bremse ist angezogen. Wetten wir die Bremse? Ja, die Bremse. Ach, jedes Mal diese blöde Bremse. Okay, wir müssen nochmal. Können wir jetzt? Nein, dann müssen wir noch Fahrtrichtungswende auf neutral. Das kostet natürlich immer Zeit, so Quatsch hier. Vor allen Dingen, die Bremse ist gelöst und jetzt will ich aber. Ja, jetzt macht er auch wieder. Bisher waren wir, glaube ich, aber noch pünktlich. Was haben wir denn? 34 müssen wir da sein. Es könnte jetzt ein bisschen knapper werden für die 3,5 Kilometer. Müssen wir jetzt wirklich ein bisschen Schubrakete geben, dass wir da pünktlich kommen. Ich beschleunige halt immer ganz knapp zu früh. Also dieses Piepen hört auf und ich beschleunige schon. Und deswegen, das mag der Zug überhaupt nicht. Erst wenn die Türen zu sind, Zug beschleunigen. Gibt es eigentlich ein Licht für? Müsste doch irgendwo eine Lampe geben, die mir sagt, Türen sind auch richtig zu. Da vorne. Ich glaube, da ist diese Lampe auch. Vielleicht sollte man da ein bisschen drauf achten.
Naja. Jetzt kann man das nämlich ganz gut erkennen eigentlich darüber, wenn die Lampe aufhört zu leuchten oder dann die Türen sind richtig zu, du kannst losfahren. Also vielleicht auf die Lampe achten, erst dann losfahren, da passieren mir solche Sachen nicht. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. So, lass mal ein bisschen rollen. Ein bisschen Leistung, das war nicht viel, aber ein bisschen. Sieht ganz cool aus, ne? Also irgendwie so abendliche Stimmung, wir haben es ja auch. 17:32 Uhr. Da ist es hier schon dunkel, aber gut, wir sind ja auch mitten im Winter gerade. Weiß nicht, ist das Sommer? Sommer wäre es um 17:32 Uhr aber auch noch. Ah, doch, das könnte Sommer sein. Jetzt nicht Mittsommernacht, aber schon noch Sommer. Spätsommer vielleicht. So. Apropos, wollen wir Licht, haben wir eigentlich Licht vernünftig vorne an? Lass uns mal gucken. Dann nehmen wir die Leitung ganz raus. Oh, weg. Weggeleitet. Genau. So. Licht haben wir vorne an. Wir können mal ein bisschen mehr Licht anschalten. Es wird ja langsam Abend. Da können wir das Licht ein bisschen stärker anschalten. Das haben wir hier gehabt irgendwo. Ja, genau. Gedimmter Lichtstrahl, da haben wir es. Jetzt ist ja nämlich vorne auch ein bisschen Licht. Und wir halten den rauschen wir so dermaßen durch, vor allem wenn ich noch Max Leistung gebe. Oh, da müssen wir zurücksetzen. Das ist ja weit. Das ist, glaube ich, die höchste Bahnhofsverpeilung, die ich je hatte. Ach du Scheiße. Notfallbremse rein. Bin ich daran vorbeigerast. Das habe ich aber auch viel zu spät gesehen. Den Bahnhof. Ich wollte eigentlich an keine Bahnhof vorbeirauschen. Bin ich da durchgerauscht durch den Bahnhof. Das war echt übel. Da stehe ich halt drei Zügenlänge dran, drei Zuglängen dran vorbeigerauscht. Aber ich fahre noch wieder zurück. Das mache ich auch noch. Auch wenn es weit weg ist. Trotzdem tue ich das. Da wollen vielleicht auch noch welche aussteigen. So, jetzt bräuchten wir aber noch mal einmal. So. 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 Und jetzt bitte rückwärts. Das war natürlich völliger Bullshit, wie ich da durchgerauscht bin. Das gebe ich ja zu. Ich müsste mal die 10 schlimmsten Bahnhofsverteilungen machen. Das ist Platz 3, wenn nicht Platz 1, was ich gerade geleistet habe. Das ist eine der schlimmsten Bahnhofsverteilungen, die ich bisher hatte. Ein paar Meter vorbeigerauscht, passiert mir ja öfter mal. Aber so, ich habe halt gerade das Licht eingestellt. Entschuldigung, der Lokführer hat das Licht eingestellt. Dann kann er auch nicht auf alles achten. Quatsch, den ich hier mache, echt. So. Wir müssen ein bisschen aufpassen. 34 hätten wir Ankunft gehabt. Ja, eine Minute zu spät. Es geht dafür, dass wir zurücksetzen. Komm, ein bisschen können wir noch zurück, weil wir hier sind an diesem Zaun rechts. Lass mal noch ein Stück zurückrollen. Ja, 2 Minuten Verspätung. Aber dafür will ich ihn jetzt ein bisschen vernünftig hier hinstellen. Aber hier ist ein Zaun rechts, ne? Da nicht mehr. Ich habe mir schon gedacht, dass da vorne gleich dieser Zaun aufhört. So. Einmal aufstehen. Und dann können wir auch mal rausgucken hier. Keiner aussteigen, keiner einsteigen. Relativ leer, ne? Für 17:35 Uhr Feierabendverkehr ist die Bahn echt leer. Fährt da keiner nach Dessau? Will keiner nach Dessau hin? Also, ich dachte, dass so ein bisschen der Personenstrom auch so ein bisschen nach der Uhrzeit gerichtet ist. Ich habe Angst, dass ich gleich hier festhänge. Scheint wohl nicht so zu sein. Weil sonst wäre dieser Zug nicht so extrem leer. So zum Feierabendverkehr hin. So, Dessau Süd kommen wir diese schon. Wahrscheinlich vorletzte Station. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es vorletzte Station ist. Ja. Fahrtrichtungswender labern. Ja. So, einmal Nullstellung. Sonst können wir da gar nichts machen. Fahrtrichtungswender nach vorne. Könnten wir auch mit der Tastatur machen, ja, wurde hat mir auch jemand geschrieben, warum fährst du nicht mehr mit der Tastatur? Bin in der ersten Folge am Anfang nicht mit der Tastatur gefahren. Das war aber auch ein bisschen Absicht, wo ich mir gedacht habe, ha, probier's das mal aus mit dem hier mit dem virtuellen Führerstand zu fahren. Fahrerstand. Das war ein bisschen Absicht, ich wollte es mal ausprobieren. Aber ist mit der Tastatur schon besser. Zumindest die Bremsen bediene ich ja auch komischerweise hier immer über hier rüber und nicht über Ö und Ü. Aber die Bremse sollte man eigentlich auch nehmen, die Zugbremse. Die wird ja normalerweise nicht genutzt. Wurde uns am Anfang extra gesagt. Aber wenn der Lavan wieder zu blöd zum Bremsen ist, dann fängt er auch hier an zu bremsen. Und ich heute. Warum rede ich von mir in der dritten Person? Das klingt so scheiße. Egal.
So, wir wollten. Warum gebe ich denn hier eine Schubrakete? Warum halte ich mich denn so zurück? Wir haben doch schon 2 Minuten Verspätung. Wird doch langsam immer dunkler. Ich mag diese Atmosphäre, diese abendliche Atmosphäre, dass es langsam dunkler wird. Die Lichter sehen auch gut aus. Man merkt so ein bisschen die Atmosphäre auch, so diese abendliche Atmosphäre. Lichter im Zug sind an, das wollte ich gerade nochmal überprüfen. Nicht, dass wir jetzt hier, wenn es am Dunkel wird, dass die Passagiere nichts sehen können. Wir fahren ja auch auf dem Weg nach Hause von der Arbeit, vielleicht mal ein Buch lesen oder so. Zeitung lesen, obwohl abends Zeitung lesen. Aber ich sollte sagen, oh, kommt noch einer. Weiß ich nicht. So, ich lese keine Zeitung, ich lese alles online. Wahrscheinlich liest ihr auch nur, also jüngeres Leute lesen also eigentlich nur Zeitung, wenn wenn die Eltern gerade eine Zeitung haben. Also für die Jüngeren, die noch bei Eltern wohnen. Also rede jetzt so bis, keine Ahnung. Dann vielleicht beim Mittag, aber sonst. Gibt's irgendwen, der jetzt bei euch unter 25 ist und sich nochmal vielleicht auch unter 30 und sich dann immer eine Zeitung holt. Unter 30 kann schon eher sein. Unter 25 würde ich wenige vermuten, bis gar keine. Bin ich echt online lesen. Was aber auch wieder kritisch ist, wenn man dann sagt, ja, der Online-Journalismus, das ist ja so ein extremer Clickbait-Journalismus, weil die brauchen ja die Klicks, weil die ja dann nichts mehr verdienen, weil die ihre Sachen nicht mehr verkaufen, sozusagen. Und ich bin zwar auch jemand, der immer nie da irgendwie was kauft, da Geld reinsteckt in diese Online-Zeitung, in die verschiedenen, im Endeffekt sich aber denkt, eigentlich ist das wirklich schade, weil wirklich gute Beiträge kriegst du dadurch nicht. Du kriegst da halt nur diese Clickbait-Beiträge, weil, also alles wird mehr, geht mehr Richtung Clickbait-Beiträge, weil die ja die Klickzahlen hochhalten müssen, um den gleichen Gewinn zu haben, als wenn sie da 2,50 nehmen oder so. Das ist gar nicht mal so gut, das so zu machen. Aber man tut es irgendwie trotzdem, ne? Wenn man sich denkt, dann doch wieder, ach, das spare ich mir jetzt und ich habe auch nicht viel Geld, aber weiß ich nicht. Sollte vielleicht nicht so viel in Zugsimulatoren stecken. Aber es macht ja auch Spaß. So. Kilometer noch. Dann sind wir schon desto Süd. 39 sollten wir ankommen. 39,50. Wir sind schon eine Minute zu spät. Ist nicht gut. Man sieht halt, das ist total nervig mit diesen Kilometerangaben hinter diesen Signalen. Das stört mich. Das ist eine der größten Sachen, die mich richtig stört, dass man das dann schwerlich sieht. Manchmal. 1,2 Kilometer noch, dann behalten wir. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Dessau Süd, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Könnte eine Punktlandung werden, habe ich im Gefühl. Ein bisschen Bremse können wir sogar noch rausnehmen, würde ich sagen. Ja. Naja, fast. Aber trotzdem ganz gut. Türen auf. Und einmal rausgucken. Schick, schick. Hier mit dem zwei Gebäuden. Wir fahren jetzt auch mitten durch Dessau, glaube ich. Hier, guckt mal an. Mit den Plattenbauten hier. Die es im Osten ja überall gibt. Und den ganzen Autos. Aber irgendwie notdunkle Autos, ne? Naja. Das sieht irgendwie komisch aus, finde ich. Guck mal, da fehlt was. Da müsste eigentlich das so durchgehend sein, weil die Autos werden nicht über den Kies fahren. Das ist irgendwie, das sollte so nicht sein. Das sieht nämlich, ist nämlich einfach Realität, würde das nicht so gebaut werden. Weil das ergibt auch keinen Sinn. Als Bahnübergang und dann erstmal ins Kiesbett und dann wieder hoch. Mit was willst du denn da fahren? Geländewagen? Selbst damit hast du wahrscheinlich Probleme. Naja, gut. Wir schließen die Türen. Und fahren weiter? Nee, das ist falsch. Das müsst ihr eigentlich so rübergehen. Ich weiß auch, wie diese Platten hießen. Habe ich mir irgendwo was. Weiß ich aber nicht mal, mir nicht mehr gemerkt.
die so auf den Bahnsteinen liegen und dann so rübergehen. Da gibt es auch verschiedene Materialien und so. Naja. Dann wollen wir wieder Schubrakete geben und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Halt, Dessau Hauptbahnhof. Hier nochmal, komm, wir gucken uns auch noch ein bisschen um hier, wenn wir gerade durch Dessau fahren, können wir auch nochmal von außen gucken, ne? Ab und zu kann man nochmal von außen gucken, sieht doch sehr, sehr schön aus hier. Durch Dessau. Schön, 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 schön. Der Zug beschleunigt weiter, beschleunigt munter weiter, sodass wir vielleicht in Dessau auch nicht zu spät ankommen, 42, und das schaffen wir nicht. Wir sind ja jetzt schon fast zu spät. 6,3 Kilometer. Na, wir werden so 3-4 Minuten Verspätung haben. Das liegt aber an der größten Bahnhofsabteilung, die ich bisher hatte. Also das war wirklich legendär. Also so weit bin ich schon mal so weit in Train Simulator am Bahnhof vorbeigerauscht. Ach doch, bestimmt. Am Anfang schon mal bin ich bestimmt schon mal drei Wagenlängen am Bahnhof vorbeigerauscht. So völlig wupp, einmal durch. Naja. Sollte nicht passieren, passiert trotzdem. Na, jetzt kommen wir hier noch so zum Fabrikgelände. Guck mal rechts. Mit den Schloten. Sind das Schlote? Ne, das sind einfach nur Schornsteine. Schlote sind doch so. Was ist ein Schlot? Ist noch ein Schornstein? Von so. Ich habe das irgendwie in Verbindung mit Bergwerk und Eisenverarbeitung und so ein Quatsch. Ich weiß aber nicht genau, was ein Schlot ist. Überlege ich gerade. Sagen wir mal Schornstein, das sind sie auf jeden Fall. Hier, an der Fabrik vorbei. Wie gesagt, ich fände es mega, wenn hier noch Güter, wenn hier noch ein Güterzug reinkommt und die Strecke vielleicht noch ein bisschen in manchen Gebieten ausgebaut wird und dann mit einer Ludmilla hier, boah, schöne alte Ludmilla, das würde ich feiern. So, 130, das wird uns keine Probleme geben, die zu haben gleich. Aber wir kommen schon Richtung Bahnhof, dann sollten wir vielleicht gleich auch schon mal so ein bisschen runterbremsen, weil ich vermute, dass wir gleich ins Gleisvorfeld kommen. Da kriegen wir, sehen wir irgendwas? 70, okay, bremsen. Im Signal steht 70, also sollten wir das auch tun. So. Das ist ein gelbes Signal, das bestätigen wir mal. Wissen wir, glaube ich, nicht. Vielleicht die PZB nicht an, aber bin mir halt nicht sicher. Irgendwann hat er auch mal da kein Gas mehr gegeben, glaube ich. Weil ich die PZB nicht bestätigt habe, gefühlt. Da sind wir dann auf 60 gleich. Dann schon gebremst bei der Weiche. Und ich würde sagen, ich kündige schon mal die Endstation an. Meine Damen und Herren, wir erreichen gleich Dessau Hauptbahnhof. Bitte beachten Sie, dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir verabschieden uns von allen aussteigenden Fahrgästen und wünschen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Das war irgendwie doppelt gemacht mit den aussteigenden Fahrgästen, aber gut. So, ja, ganz wenig zu weit. Links aufmachen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sehr pünktlich. Egal. So. Bleiben wir nochmal so lange sitzen, weil ich glaube nämlich, wenn man jetzt aufsteht und rausgeht, dann kriegt man die Punkte dafür nicht. Na, wir bleiben nochmal ein bisschen im Fahrersitz sitzen. Gucken uns nochmal an. Ich mag diese Brücke hier oben. Ne? Einmal nochmal. Obwohl, einmal können wir ganz kurz rausgucken. Wir müssen dann nur pünktlich wieder im Zug sein, glaube ich. Hier in Dessau. Sehr schöner Bahnhof, ne? Mit diesen roten. Gefällt mir. So, jetzt aber zurück in Zug. Weil, sonst kriegen wir nämlich die Punkte dafür nicht. Zack, in Fahrersitz. Sehr schön. Na, sind wir fertig oder müssen wir noch irgendwo hinlaufen? Steigen Sie aus dem Zug, um diese Aufgabe zu erfüllen. Tun wir doch glatt und gehen dort hinten hin. Da ist unser Ziel, wo wir hingehen sollen. Zack, Zielvorgabe erfüllt. Gucken, ob wir jeden Bahnhof gekriegt haben. Wir haben sogar den Dessau Süd und Dessau Hauptbahnhof haben wir nicht, weil wir so viel zu spät waren wahrscheinlich. Ja, da war 2 Minuten zu spät. Das hat er wohl nicht gern gesehen. Gut, können wir nicht ändern. Wir haben wenigstens das Szenario beendet, da bin ich mal ganz stolz auf. Im ersten Szenario bin ich ja festgebackt, im zweiten bin ich durch mein rotes Signal gerauscht. Ich würde mal gerne so eine störungsfreie Fahrt haben. Einfach so, ohne dass ich einen Bahnhof rausche, ohne dass ein rotes Signal überrausche. Irgendwie sowas wäre mal richtig schön. Naja, vielleicht das nächste Mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch einen schönen Tag. Macht's gut. Wir sehen uns. Bis dahin. Und tschüss. Sehen uns nicht, hören uns eher. Ciao.